Hallo und herzlich willkommen zu Rollercoaster Tycoon 3. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben Geld en masse. Wir haben 16.486 Dollar. Und ich glaube, es ist nicht schädlich, wenn wir ein paar Deko-Elemente hier hinzufügen, weil wir müssen den einen Geier mit Sci-Fi beeindrucken und den anderen mit Abenteuer. Ich wollte gerade schon wieder Western sagen, aber es ist natürlich Abenteuer. Und es ist natürlich nicht schädlich, wenn wir jetzt hier ein paar Deko-Elemente hinsetzen. Und wir können uns ja mal angucken, ne, ob das vielleicht den ganzen Attraktionsbereich hier aufwertet und vielleicht wir eine positive Nachricht von dem VIP bekommen, dass wir den beeindruckt haben und der uns dann einfach so ein Häkchen gibt. Das wäre natürlich sensationell. Okay, ansonsten, wo ist Mr. Clint Bushton denn jetzt gerade? Der läuft hier unten schon. Der verlässt unseren Park. Achte mal, der geht. Ciao. Hauen Sie rein. Ja, ich hoffe, wir bekommen ein Häkchen. Dann wäre das schon mal ganz sehr hinfällig, weil dann bräuchte ich hier kein Deko-Element hinzufügen. Pass auf, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was wir da so zur Verfügung haben unter Deko-Element. Da waren sie. So, und da hätten wir dann Sci-Fi. Da hätten wir Roboter. Die Roboter könnten wir doch theoretisch hier hinstellen. Die verabschieden dann die Leute, die da weggeschossen werden. Ne? Was haben wir hier? So eine Drohne. Wo soll man denn die Drohne hinsetzen? Die Drohne, ja, die sehe ich, ehrlich gesagt noch nirgendwo. Aber das heißt, hier? Die hat an Weihnachten zu viel gegessen, ist ja jetzt Neujahr und dann macht die Sit-Ups. Bauch, Beine, Po. Laderoboter? Alter, was ist das denn für ein Ding? Oh, ey, der passt da perfekt hin. Der macht direkt mit hier. Warte. Setzen wir noch einen hin. Weil die passen da optimal hin. Dann haben wir hier, ne, das finde ich jetzt nicht so schön, Mondbasis-UFO. Mondbasis-UFO. Hier würde ich irgendwie ein breiteres Ding hinsetzen. Hier könnten wir so ein UFO hinsetzen. Oder hier? Wir, nicht beeindruckt. Okay, schade. Hätte ich jetzt aber auch irgendwie ein bisschen vermutet. Okay, ja, oh. Oh, das könnten wir aber auch irgendwo hinsetzen. Das sieht nice aus. Hier. Ja, für Satellitenempfang, ne? Für 6G, was wir hier mittlerweile anbieten. Dann haben wir hier eine Rakete. Oh, du wirst abgeschossen wie eine Rakete. Ich glaube, die setzen wir... Nee. Hier vielleicht? Ne, passt die gar nicht runter. Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was haben wir hier? Ja. Man kann auch ein bisschen übertragen... Obwohl... Oh... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Oha. Oh. Okay. Das setzen wir hier hin. Das sehe ich auf jeden Fall da. Dann hätten wir noch Saturnringe. Ja, wo setzen wir die? Hier. Passt doch. Optisch gesehen passt das zu dem Kettenkarussell. UFO-Attacke. Ja gut, UFO-Attacke. Ich meine, man kann auch ein bisschen übertreiben, aber wir wollen ja die VIPs hier beeindrucken. Okay, was ist das für ein Ding? Passt das besser hier hin? Nee. Also, nee. Irgendwie, nee. Vulkanslot? Boah. Sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig hier, aber ich wüsste jetzt, da wäre vielleicht noch sinnvoll, ne? Aber, naja, nee, machen wir nicht. Okay, dann würde ich doch sagen, setzen wir das Ding hier hin. So rum hatten wir das, ne? Ja, genau. Da hinguckt, wenn du abgeschossen wirst, finde ich sehr gut. Dann haben wir eigentlich gar nichts mehr, ne? Fahrereignisse. Okay, was haben wir denn da? Haben wir da irgendwie... Da können wir gar nicht nachfiltern. Oh, krass. Okay, wir haben hier noch den kleinen Roboter. Den könnte man beispielsweise... Oh, hier. Hallo? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier noch was hinsetzen. Hier muss auch noch irgendwas platziert werden. Wir haben ja jetzt nicht allzu viele Auswahlmöglichkeiten. Oder wir setzen die Forschung in Szenerie. Das wäre eine Möglichkeit. So, und hier haben wir Abenteuer. Dann gucken wir mal bei Abenteuer, was da so Dekomäßiges am Start ist. Dann könnten wir eventuell das ein oder andere nochmal hinsetzen. So, das heißt, das braucht man nicht mehr. Und Abenteuer, das Western. Abenteuer. Oha. Ja, das passt ja komplett zur Kulisse. Aber richtig. Also, wenn du dich hier nicht wie in 1001 Nacht fühlst, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, erstmal die ganzen Bäume hier weg. Der Weg, der ist auch ein bisschen fehl am Platz. Dann machen wir den Bazar hier hin.
Ein Goldhaufen da. Und Krieger, die den Bazar beschützen, würde ich sagen, machen wir hier hin. Ach, die bewegen sich noch nicht mal. What? Okay. Bewegst du dich wenigstens? Jetzt bin ich mal gespannt. Tatsache. Die Tanztechno. Eindeutig. So, dann haben wir noch Kanonen. Aha, aha, aha. Ja, nee. Wo setzen wir die Kanonen hin? Kanone, Bavaria, setzen wir... Oh, Kanonenboot? Nee, hier setzen wir... Oh, das Schiff. Das Schiff kriegen wir gar nicht hin, ne? Mist. Oh, hier. Hier. Definitiv. Wir brauchen da aber Wasser. Wir brauchen da Wasser. Darf ich hier Terraforming betreiben? Oder sagt das Spiel wieder nö? Also Terraforming ist hier nicht vorgesehen. Könnte sein, ne? Wir gucken mal. Warte mal. Was haben wir da? Jo, Terraforming darf man machen. Alles klar. So, ey, Terraforming darf man machen. Okay. Ich glaube, das reicht schon von der Höhe. Und dann setzen wir nämlich jetzt hier Wasser rein. Ey, voilà. Und schon haben wir hier ein Becken. Für das Piratenboot. Ist auch nicht zu klein. Ist artgerecht. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier... Warte. So, was haben wir denn noch? Säbel. Wo könnte man Säbel hinmachen? Hier. Ne, kommt nicht dahin. Passt nicht. Oh, hier. Da passt auf jeden Fall der Elefant und das Nilpferd hin. Definitiv. Dann haben wir hier noch Statuen. Oh, Statuen. Oh, Statuen. Die müssen wir auf jeden Fall hier irgendwie hinsetzen. Eine. Und die andere Statue würde ich gerne hier hinsetzen. Papagei. Wo setzt man denn Papagei hin? Hier? Oh ja, hier begrüßt er die Gäste. Guck mal. So, weißt du, die laufen hier und dann hinterm Busch auf einmal so. Hallo. Erschrecken die sich. Finde ich gut. So, was brauchen wir noch? VIP ist angekommen. Ich glaube, wir beeindrucken den immer noch nicht. Deswegen müssen wir noch weiter aufrüsten. Wir brauchen natürlich noch Pflanzen. Da ein Papagei. Ja. Genau, der möchte die angreifen. Finde ich gut. So, dann haben wir hier... Ne, hier oben stellen wir den hin. El Captano. Genau, den stellen wir da hin. Und hier stellen wir den hin. Dann haben wir noch eine Piratenflagge auf Stange. Kann das sein, dass für Abenteuer mehr da ist als... Warte mal, den müssen wir wieder wegmachen. Wir stellen den nämlich da hin. So, den finde ich wesentlich besser. Und den mit der Kanone würde ich dann sagen, stellen wir hier hin. Ja, perfekt. So, was braucht man noch? Piratensäbel. Ja. Jeder Abenteuerbereich braucht einen Piratensäbel. Den würde ich hier nochmal einen hinsetzen. Der Goldschatz ist ja da. Dann haben wir... Das ist ein Raptor, ne? Ja, der passt aber nicht so ganz hier hin. Schatzkammer. Wo setzen... Oh, hier. Ja, da ist perfekt. Dann haben wir eine Schatztruhe noch. Die setzen wir hier hin, aber da machen wir ja... Da machen wir auf jeden Fall noch Wald drumherum. Dann Seidenbanner. Ja. Und... Normalerweise müsste der hier, ne? Oder wir machen hier einen hin. Hier. Oh. Wesentlich besser. Viel besser. Viel prachtvoller. Okay, wir brauchen aber dann noch einen Bazar. Den Bazar, würde ich sagen, setzen wir dann hier hin. Genau. So, und jetzt kümmern wir uns um die Bäume. Abenteuerbäume. Da brauchen wir Palmen, definitiv. So, ein paar Palmen. Das Schöne bei dem Spiel ist ja, du kannst sie einfach platzieren
Du kannst sie einfach platzieren, weil die machen immer Random-Drehungen. Was halt schon ziemlich cool ist. Weil so sehen die nicht immer alle gleich aus. Finde ich gut. Wurde repariert? Aha, VIP ist immer noch außer Betrieb. Okay. Setzen wir hier noch eine hin. Da noch ein paar. Hier. Das sieht ja schon mal besser aus. Mit den Palmen, ne? So, die kommen weg. Oh, nee. Auf gar keinen Fall löschen. Um Gottes Willen. So, die kommen weg. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Kokospalme. Hier nochmal eine. Da. Passt das? Passt. Sehr schön. Setzen wir hier nochmal welche hin. Die können auch weg. Die brauchen wir nicht mehr, weil ne, wir brauchen ja Kokospalmen hier. Und die anderen Palmen. So. Also mit den Palmen sieht das auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Finde ich persönlich. So, würde ich sagen, setzen wir den hier nochmal. Und hier kommen nochmal ein paar hin. Ja. Und dann hier nochmal eine schräge. Und das war's. Können wir das hier umfärben? Pass auf. Jetzt wird's richtig cool. Was nehmen wir denn? Glatter Sand? Nee, düniger Sand. Nicht beeindruckt. Ja. Welcher VIP? Achso, Sluggerball. So. Und dann machen wir nämlich hier überall. Guck mal. So. Dann haben wir hier Dünen. Und hier haben wir. Was haben wir denn da? Mars. Felsen. Ist das. Sieht das aus wie ein Mars? Eher das, ne? Ja, sehe ich auch. So. Hier müssen wir selbstverständlich auch. So, einen schönen Übergang. Hier müssen wir natürlich auch für Pflanzen sorgen. Flora. Und da schauen wir mal, was wir im Sci-Fi haben. Okay, der geht auf jeden Fall mal weg. Dann haben wir hier ein paar Blumen. Ich vermute mal, dass die Bäume auch weg müssen. Die zerstören das ganze Bild. Ja, die hier unten auch. Müssen wir mal gucken, ob wir die eventuell noch wegmachen. Dann setzen wir die hier auf jeden Fall noch hin. Ein paar. Oh, haben wir hier irgendwie eine große Pflanze? So richtig übertrieben. Okay, der dreht die nicht. Macht er wahrscheinlich nur bei Palmen oder so, weil die was Besonderes sind, diese Palmen. So. Wenn du keine Palme hast, hast du keine Palme. Setzen wir hier noch eine hin. Die kommen weg. Dann hier nochmal so ein Trostbaum. Da, da. Von den Großen möchte ich noch welche haben. Weil die fand ich eigentlich ziemlich cool. So, machen wir hier nochmal ein paar Pflänzchen hin. Geld haben wir ja wirklich ohne Ende. Wir haben 18, okay, wir haben ein bisschen weniger als mittlerweile. Aber wahrscheinlich, weil ich zu sehr investiert habe jetzt. Aber ist okay. Setzen wir die hier hin. Hier nochmal eine. Ach, von den Großen, da möchte ich auf jeden Fall noch welche platzieren. Weil die sind so Art Bäume. Nennen wir sie mal Bäume. So, da und hier. Und ja, hier oben hätte ich natürlich gerne auch eine, aber passt leider nicht. Schade. So, wo sind die Bäume? Was ist das denn? Aha. Die kenne ich aus Monster AG. Die mit den ganz vielen Haaren. Okay, die können wir eigentlich auch nochmal platzieren. So, ist sehr willkürlich, ja, aber so muss es auch sein auf dem Mars.
Was ist das? Okay, die können wir auch noch ein paar Mal platzieren. Theoretisch. Ist der denn jetzt beeindruckt? Zumindest einer. So, und jetzt nehmen wir die hier nochmal. Davon nehmen wir ein paar. Weil die sind echt am schönsten irgendwie. Die passen sehr, sehr gut. So. Ja, hier kann ich keine leider setzen, weil ist zu nah dran. Machen wir hier nochmal ein paar. Alter, hier... Hier ist... Was geht denn hier ab? Hör das Ganze. Die ganze Zeit. In einem Monat kommt ein VIP. Ja, aber der muss ja jetzt beeindruckt sein. Guck mal, was das hier für ein Themenbereich geworden ist. Muss noch mal die anderen Freizeitparks sich ein Beispiel dran nehmen, wie schnell das hier ging. Die bauen teilweise ein paar Jahre. So. Was war jetzt hier mit Trinker in Arbeit? Okay. Geh zu beschädigter Bahn. Ja, gehst du auch mal direkt. Kriegst auch von mir eine Fortbildung. Und sauberster Park. Ja, das sehe ich. So, geh zur Arbeit, ist gut. Burger ist kaputt. Ja gut, aber wir haben ja jetzt einen Mechaniker eingestellt. Der müsste das eigentlich reparieren. Mir stinkt die Aufgabe. Was? Meine Arbeit ist... Hä? Mir stinkt diese Aufgabe. Meine Arbeit ist abwechslungsreich. War der gerade auf der Toilette? Hier fehlen noch ein paar Bäume, ne? Finde ich. Warte mal, da machen wir noch mal ein paar Abenteuerbäume hin. Ne, die nicht. Palme. Definitiv Palme. So, setzen wir hier noch mal ein paar Palmen hin. Schade, dass die... Gibt es hier dieses Tool? Nee. Ich dachte, hier gibt es dieses Tool, wo ich auf einer Fläche jede Menge Bäume, aber das war City Skylines, da habe ich mich vertan. So, setzen wir hier nochmal ein paar Bäume hin. Ich mag schöne Gesichter. Warum guckst du dann jeden Tag in den Spiegel? Okay. Dann würde ich sagen, die Palme auf jeden Fall noch. Und Mangrovenbaum haben wir noch gar nicht, ne? Nö, Mangrovenbaum haben wir noch nicht. Da können wir noch ein paar von reinsetzen. Die platzieren wir hier, da. Wir haben immer noch 16.000, ne? Und wir investieren gerade richtig. Übertrieben viel. So, wo haben wir noch? Da haben wir noch mal, da. Viele Besucher sind hungrig. Ja, ich kümmere mich da sofort drum. Natürlich. Langeweile. Reinigungskraft Nummer 4. Ist wirklich so eine alte Meckerziege geworden, ne? Früher wirklich ein junger, aufstrebender Mensch. Und jetzt nur noch am Mecker. Mecker, Mecker, Mecker. So, wie so ein Ziege. Was haben wir denn noch? Da hätten wir noch einen Platz. Und da ist noch ein Platz. Und hier. Alter, also wenn das kein Themenbereich ist. Guck mal, ich habe in einer Folge 2 Themenbereiche gebaut. Dann weiß ich es auch nicht. Das ist auf jeden Fall... Kann man eigentlich nachgucken? Oha. Kann man. Okay, wir haben hier Sci-Fi, ne? Und hier... Was ist das für eine Farbe? Ich würde... Pass auf, ist das Abend... Nee. Ist das Western? Was ist das denn für ein Bereich? Warte mal, hier ist der Eingang. Dann wäre Sci-Fi hier. Das haben wir schon gut gemacht. Und dann müsste das doch hier Abenteuer sein. Oder sehe ich das falsch? Theoretisch, nee, das Standard. Aber was ist das hier? Liegt das an den Häusern hier? Ich würde gerne wissen, wie heißt diese Konstruktion hier? Okay,
Immer noch kaputt. Schlendert. Schlendert. Okay, die machen nicht wirklich was, ne? Ich würde gerne wissen, kann man das nachsehen, was das für ein... Was das für eine Thematisierung ist? Okay, das ist auf jeden Fall nicht Abenteuer. Western? Nee, Standard? Das ist wahrscheinlich Standard, ne? So wie es aussieht. Ich kann auch mal kurz weiter gucken. Sci-Fi? Nee. Western? Nee, nee. Nee. Ich bin jetzt gerade so die Struktur am gucken, aber ich meine, es ist Backsteinmauer. Nee, ist auch keine Backsteinmauer. Was ist das? So eine Wischtechnik. Komisch. Was haben wir denn? Sci-Fi besuchen. Möchte Themenbereich Abenteuer besuchen. Habe ich gemacht. Au, Verkehrswert müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Wie viel haben wir denn? Okay, 3000. Ja gut, das ist erstmal... Verlässt den Park. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob wir die beeindruckt haben, weil wir haben richtig investiert. Richtig. Und? Hat den Park verlassen. Und jetzt kommt die Bewertung. Ich ertrinke in Arbeit. Nee, ich möchte jetzt gern wissen, der VIP hat den Park verlassen. Ich möchte gern die Bewertung wissen. Komm schon, bitte. Bitte. Ist zufrieden. Ja. Ja. Oh, Kosten und Mühen haben sich bezahlt gemacht. Sehr schön. Pass auf. Dann setzen wir hier. Ich würde gerne alle markieren. Moment. So. Und dann gucken wir mal, welche Attraktionen wir noch hinsetzen. Weil die für die 3000. Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann setzen wir hier eine Achterbahn hin. Die reißen wir sofort wieder ab. Okay, das wäre. Ja, die ist okay. Oder ist sie zu krass? Jetzt bin ich gespannt. 69.000. Oh ja. So, und die können wir wieder abreißen. Weil ich wollte das... Ja, das Design jetzt nicht zerstören. Und deswegen hatte ich jetzt eine gebraucht, die ich einfach platziere und dann wieder abreiße. Ganz einfach. Ja, geil. Haben wir hier auch schon wieder Tycoon. Sensationell. Aber das war jetzt tricky. Also den so zu beeindrucken. Gut, wenn du genug Kohle hast, geht es. Ne? Dann platzierst du hier jede Menge Sachen und dann hast du hier zwei Themenbereiche innerhalb von einer Folge gebaut und hast den VIP beeindruckt. Ja, geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.